also, wenn hier etwas passiert, auf der neuen ICE-Strecke in Mitteldeutschland? Als Retter der Freiwilligen Feuerwehr Ende Oktober 2015 zum längsten Tunnel der Strecke gerufen werden, um Menschenleben zu retten, läuft nichts wie geplant. Unsere Geschichte jetzt in echt. Noch liegt sie ruhig da. Eine endlose Betontrasse quer durch Mitteldeutschland zwischen Leipzig, Halle und Erfurt. Nur Gleise und Masten erinnern noch an eine Eisenbahnstrecke, wie sie früher war. Der Rest ist anders. Gemacht für rasend schnelle Züge. Wenn Passagiere in diesen Zügen jetzt quer durch Mitteldeutschland rasen, werden sie kaum ahnen, wie sehr sie der Technik bereits ausgeliefert sind. Jede Handlung des Lokführers wird fernüberwacht. Signale gibt es nicht mehr, weil ohnehin kaum Zeit zum Reagieren bleibt. Am 3. Advent ist es soweit. Dann geht die Hightech-Strecke ans Netz. Fast auf den Tag genau 80 Jahre liegt es dann zurück. Das schwerste Eisenbahnunglück Mitteldeutschlands. Auf der alten Schnellzugstrecke zwischen Leipzig und Erfurt. In Großheringen auf der Saalebrücke. Als Lokführer noch allein verantwortlich waren für das, was passierte. Als mit jeder Stunde die Opferzahl stieg und viele Familien in Naumburg, Bad Kösen oder Erfurt vergeblich warteten auf ihre Liebsten. Heiligabend 1935. Seitdem beschäftigt Eisenbahnexperten dieses Unglück, vor allem die Großheringer, vor deren Haustür es passierte. Auch Lokführer Jürgen Schmidt. Vom Stellwerk aus kann man direkt auf die Unfallstelle sehen. Ja, jetzt kommt der ICE. Jetzt ist es auf der Höhe, wo das Unglück passiert war. Jürgen Schmidt weiß um die schicksalhaften Umstände der Katastrophe. Wir hatten keine Chancen, ne? Absolut nicht. Großheringen liegt seit der Geburtsstunde der Eisenbahn an einer der ältesten Schnellzugstrecken in Deutschland überhaupt. Von Leipzig und Halle nach Erfurt. Am 24. Dezember 1935 nähert sich aus Richtung Erfurt der Personenzug P825 Großheringen. Ein Zug voll mit Vorfreude. Endlich Weihnachten. In der entgegengesetzten Richtung in Berlin, Anhalter Bahnhof am Nachmittag des 24. Dezember. Der Schnellzug D44 hat Abfahrt. Sein Ziel Basel, über Leipzig, Halle und Erfurt. Etwa abends um 6 ist der D-Zug aus Berlin kurz vor Weißenfels. Um 6:45 fährt er in den Bahnhof ein. Er hat 6 Minuten Verspätung. Um die aufzuholen, bekommt D44 eine zweite Lok, eine sogenannte Vorspannlok. Auf der beginnt Lokführer Kurt Dechant seine Schicht. Um 18.31 Uhr verlässt D44 den Bahnhof Weißenfels. Mit der Kraft zweier schwerer Dampflokomotiven an der Spitze geht es Richtung Erfurt. Lokführer Kurt Dechant ist eigentlich ein besonnener, ein erfahrener Mann. Was ihm an diesem Abend widerfahren sollte, das kann der Großheringer Jürgen Schmidt gut nachvollziehen. Er ist selbst noch mehr als 10 Jahre Dampflok gefahren. Man ist als Vorspann angefordert, man sollte praktisch Verspätung rausfahren und nicht noch welche machen.
Und dann macht er zwei Sachen und geht nicht rechts rum, sondern geht links rum. Ja, dann, das ist schon eine dumme Situation, das ist schon. Das heißt, der Kessel hat zu wenig Druck. Die Lok kommt nicht auf Fahrt. Was Lokführer Dechant nicht weiß, der ihm zugeteilte Heizer ist ein einfacher Hilfsheizer. Gar nicht zugelassen auf eine Schnellzuglok, die richtig Tempo machen muss. Gerade die auf der Strecke hier, da gibt's keine Ausruhe. Da kann man nicht immer einen Rechner zumachen und mal gucken lassen, da muss gefahren werden. Und das heißt Schicken im Akkord. Allein zwischen Weißenfels und Großheringen braucht die Lok etwa 2,5 Tonnen Steinkohle. Der Hilfsheizer schafft es nicht allein. Lokführer Dechant muss helfen. Doch dabei leidet seine eigentliche Aufgabe, die Streckenbeobachtung. Ja, und es war ja auch noch neblig und das muss man ja auch mal bitten. Also wenn im Nebel verliert man ganz schnell eine Orientierung. Also wenn ich dann nicht immer da raus die Strecke beobachte und bin mal hier beim Feuer mit und gucke dann wieder raus, dann muss ich mich ja später orientieren, wo befinde ich mich jetzt. Lokführer Dechant blickt nur noch auf die Instrumente. Für die Signale bleibt kaum noch Zeit. Eine verhängnisvolle Situation. Unterdessen trifft der Personenzug aus Erfurt im Bahnhof Großheringen ein. Nach kurzem Halt bekommt er das Signal zur Weiterfahrt. Doch der Lokführer zögert, fährt erst 2 Minuten später ab. Eine Verzögerung, die fatal sein sollte. Denn kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof muss der Zug das Hauptgleis aus Richtung Weißenfels kreuzen. Das Gleis, auf dem sich der D-Zug aus Berlin nähert. Im Stellwerk haben sie alle Signale für D44 auf Halt gestellt. Doch umsonst. Der D-Zug stoppt nicht. Als der Lokführer das Haltesignal übersieht, kommt es zur Katastrophe. Mit voller Kraft bohrt sich der D-Zug aus Berlin seitlich in den Personenzug aus Erfurt. Ein Waggon wird über die Lok gehoben. Einer schiebt sich auf die Brückenkante. Zugteile und Menschen werden in die Saale geschleudert. Augenzeugen schildern dramatische Szenen. Im Zug, auf der Brücke, im Fluss, an diesem kalten Winterabend. Binnen Minuten sind die Einwohner Großheringens am Unglücksort. Die Bergung ist ausgesprochen schwierig. Überall Eisen, Trümmer, Verletzte im Fluss. Die Bewohner schnappen sich kurzerhand Boote, um Menschen aus der eiskalten Saale zu retten. Auch die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Orte sind alarmiert. War ja gerade Heiligabend, vielleicht um die Zeit, war gerade noch Bescherung, ja. Niemand ruht in Großheringen zu Weihnachten 1935. Am Ende sterben 35 Menschen. Damals, vor 80 Jahren, als Lokführer noch allein waren mit ihrer Lok und ihrem Zug. Es war das schlimmste Eisenbahnunglück in der Geschichte Thüringens im Dezember vor 80 Jahren. Jetzt steht die Strecke Leipzig-Erfurt vor einer Zeitenwende. Denn jetzt fahren Züge nicht mehr mit 100 oder 140, sondern mit 200 oder 300 Stundenkilometern durch Mitteldeutschland. Seitdem Hochgeschwindigkeitszüge eingesetzt werden, ist klar, die alten Maßstäbe der Eisenbahn, sie gelten nicht mehr. Allein die Bremswege, sie potenzieren sich. Ein ICE mit 200 km pro Stunde braucht bis zu 2,5 Kilometer Bremsweg. Bei 280 Kilometern pro Stunde sind es sogar bis zu 7,5 Kilometer. Dem Lokführer
Zugführer unter diesen Umständen die Entscheidung über Highspeed oder Halt allein zu überlassen, ist viel zu unsicher. Die Kontrolle über den Hochgeschwindigkeitszug auf der neuen ICE-Strecke von Leipzig-Halle nach Erfurt liegt deshalb hier, in der neuen Betriebszentrale in Leipzig. Eine Art Tower wie am Flughafen. Und die Männer und Frauen hier sind mehr Fluglotsen als Eisenbahner. Seit einem Jahr testet die Bahn ihr System. Die Sensoren, die Datenleitungen, die Alarmsysteme. Und alles scheint so sicher wie noch nie. Doch ein Restrisiko bleibt. Dann, wenn Software und Systeme versagen. Wie erst im November 2015 bei Straßburg. Als der Lokführer eines TGV mit 265 km pro Stunde in eine Kurve fährt. Erlaubt sind 176. Gigantische Fliehkräfte werfen den Koloss aus der Bahn. 11 Menschen sterben. Eine Testfahrt, das Kontrollsystem für den Zug, war abgeschaltet. Wie auch im Juli 2013 in Spanien. Auch hier gibt es keine Fernüberwachung. Der Zug rast mit 170 statt 80 Kilometern pro Stunde in eine Kurve. 80 Menschen sterben. Es wirken Kräfte wie bei einem Flugzeugabsturz. Oder jeder erinnert sich mit Schrecken an diese Bilder. 1998, Eschede. Als der Materialfehler am Radreifen einen ICE mit 200 km pro Stunde erst entgleisen und dann an einer Brücke zerschellen lässt. Über 100 Menschen sterben. Was also, wenn hier etwas passiert? Wenn Minuten zählen, um Menschenleben zu retten, in den kilometerlangen Tunnel. Mitteldeutschlands neue Hochgeschwindigkeitstrasse führt durch wenig besiedeltes Land, weit weg von großen Städten. Trotzdem müssen im Ernstfall professionelle Retter schnell zur Stelle sein. Und die kommen von hier, von den freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften entlang der Strecke. Sie bewegt vor allem eine Frage. Sind wir gewappnet für den Katastrophenfall? Mit hunderten Menschen, gefangen, verletzt, in Lebensgefahr, im Schnellzug. Die Rettungskräfte, das sind vor allem ehrenamtliche Helfer, so wie die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr in Buttstedt. Sie sitzen oft zusammen in den letzten Wochen. Immer abends, immer nach der Arbeit. Die 42 Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Buttstedt. Im normalen Leben sind sie Dachdecker, Zahnarzt, Kfz-Mechaniker oder Kindergärtnerin. Hilfe bei Bränden, Autounfällen oder Hochwasserkatastrophen, das ist ihr Geschäft, ihr Ehrenamt. In den letzten Monaten aber ist ein neuer Geschäftsbereich dazugekommen. Dreht sich nur noch um Tunnel. Ich höre nur noch Tunnel, Tunnel, Tunnel. Das geht schon seit Wochen und bestimmt das komplette Feuerwehrleben hier. Alles andere kommt ja fast immer liegen. Das ist halt leider in Deutschland so, dass die Feuerwehren, ja, das sind die Jungs fürs Grobe, kriegen das halt hingestellt und müssen dann halt damit klarkommen. Klarkommen mit einem Megabauwerk, das seit kurzem vor den Toren von Buttstedt steht. Der Finne-Tunnel. Der längste Tunnel der Hochgeschwindigkeitsstrecke, 7 Kilometer lang, 2 getrennte Richtungsröhren, dazu Verbindungstunnel für Flucht und Hilfe. Die Freiwillige Feuerwehr Buttstedt ist die Tunnelbasis Einheit 1 für den Finne-Tunnel. Das heißt, sie sind die Ersten vor Ort, wenn tief im Inneren ein Zug verunglückt. Davor haben Sie Respekt. Sascha Maslumian ist der Tunnelbeauftragte der Feuerwehr. Er hat extra ein spezielles Tunnelrettungstraining absolviert in der Schweiz.
Das Brisante in dem Tunnel ist einfach, dass wir da drin nicht wie in einem Straßentunnel, wir haben keine Kameras, wir haben keine Lüfter, wir haben keine Sprinkleranlage und es ist einfach die Art, dass dieser Tunnel 7 Kilometer lang ist. Das heißt, mit normalen Artenschutz schaffen wir es gar nicht, da drin irgendwas zu retten. Seit Wochen beschäftigen sie sich deshalb mit nichts anderem als der Einsatztechnik im Katastrophenfall. Das ist Spezialausrüstung für den Tunnel, ist im Prinzip anders zu den normalen, die wir im täglichen Einsatz haben, dass es halt 2 Flaschen drauf sind. Das heißt, 2 Flaschen, mehr Atemluft, längere Einsatzdauer. Da muss man schon körperlich fit sein und muss das auch ab und zu schon mal gemacht haben. Auch Kindergärtnerin Madeleine Kresse musste lernen, noch länger mit der schweren Ausrüstung im Einsatz zu sein. Ich trage den ganzen Tag schwere Kinder, da kann ich die Flasche auch tragen. Sie haben ein ganzes Arsenal an neuer Ausrüstung angeschafft, auch bezahlt von der Deutschen Bahn. Das sind jetzt ganz normale Blindensuchstöcke, speziell für die Bahn. Schüttelbohrbisse, da gehen die auf. Das ist einfach der Vorteil, dass wir nicht auf allen Vieren neben den Zug rumkriechen, sondern suchen so unsere Personen. Und anders als beim Häuserbrand gibt es sogar spezielle Erkundungstrupps. Der Erkundungstrupp geht in die Röhre rein, führt diese gelben mit, führt diese blauen mit und markiert einfach jeden Person, jeden Verletzten mit einer gelben LED. Somit weiß der nachfolgende Trupp im Dunkeln, im Nebel, im Qualm, aha, da liegt einer, den müssen wir retten. Und mit der blauen Markierung markiert er die Wasserentnahmestellen für den nachfolgenden Löschtrupp. Sie haben das Notfallsystem des Tunnels auswendig lernen müssen. Im Katastrophenfall wird die 2. Röhre für den Zugverkehr gesperrt. Hier können Retter mit Fahrzeugen einfahren, denn die Gleise sind im Beton versenkt und sie ist sogar breit genug für den Gegenverkehr. Das Löschwasser fließt im Brandfall aus Zisternen über dem Tunnel direkt in die Wasserentnahmestellen. Dann markieren blinkende blaue LEDs den Feuerwehrleuten, hier liegt Wasser an. Jedes Detail haben sie bedacht, monatelang geübt. Die Buttstädter Feuerwehrleute, sie sind bereit. Am 24. Oktober 2015 werden die Buttstädter Feuerwehrleute an den Finne-Tunnel gerufen. Sie wollen beweisen, dass sie fit sind, doch es sollte anders kommen. Am Morgen des 24. Oktober ist Großalarm in den Feuerwehren rund um den Finne-Tunnel. Es ist 10 Uhr, der Katastrophenfall. Ein brennender ICE steht mitten im Finne-Tunnel. Großeinsatz mit 30 Feuerwehren. Von beiden Tunneleingängen aus. In Thüringen auf dieser Seite, in Sachsen-Anhalt auf der anderen. Die Buttstädter sind die ersten auf thüringischer Seite als Tunnelbasis Einheit 1. Stefan Schindler, 26, eigentlich Dachdecker, ist ihr Einsatzleiter. Artenschutzplatz herrichten, alles soweit, USA, was die Bekräfte brauchen. Die Kameraden der Tunnelbasis Einheit 1 wollen jetzt beweisen, dass sie es können. Dass sie an diesem Tag 10 weitere freiwillige Feuerwehren aus den Nachbargemeinden auf Thüringer Seite führen können. Es ist die erste und letzte Großübung im Finne-Tunnel, bevor die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke ans Netz geht. Alles läuft nach Plan. Zunächst. Der ganze Artenschutzeinsatz von allen Trupps, die von der Seite ins Portal einfahren, wird hier überwacht. Frage, wir würden uns vorbereiten als Löschtrupp, richtig? Das ist empfangen, wir gehen in Vorbereitung. Doch bisher wissen die Männer um Stefan Schindler nicht, wo genau der ICE steht. Kameras gibt es nicht. Im Tunnel. Aufklärung erwarten sich die Männer vom Erkundungstrupp. Der ist inzwischen von der anderen Seite, aus Sachsen-Anhalt, in den Tunnel eingefahren. Die Männer von der Freiwilligen Feuerwehr aus Bad Bibra sind mit voller Ausrüstung unterwegs. Sie wissen nicht, was sie erwartet. In der Katastrophenröhre. Hallo.
Eine dichte Rauchgaswolke schlägt ihnen entgegen. Sie scheinen nah dran. Doch ob sich der ICE tatsächlich dort befindet, sie wissen es nicht. Sie suchen weiter. Es ist 11 Uhr. Eine Stunde nach Alarm. Derweil machen die Buttstädter ihren Rettungstrupp fertig. Mit den neuen Atemschutzgeräten. Mit Funk unter der Maske. Alles, was sie gelernt und trainiert haben, funktioniert. Geht mal ein Stückchen weg, macht mal alles mit Funkruhe, dass wir alle untereinander kommunizieren können. Eine letzte Prüfung der Atemschutzgeräte. Es ist 11.10 Uhr. Es gibt immer noch keinen Einsatzbefehl. Die Buttstädter ahnen, dass sie im Ernstfall zu spät dran wären. Da warte vorne am SW, wenn wir das mal hinsetzen. Na? Sobald es hilft, ist alles klar, okay. Die Feuerwehren auf der Südseite des Tunnels sind bereit. Bereit für den Löschangriff. Bereit, um Menschen aus dem ICE zu retten und zu bergen. Doch dann passiert nichts. Die Männer sind längst fertig. Minuten vergehen. Wertvolle Minuten im Ernstfall. So, wir haben jetzt noch einen Grad für euch. Wir haben noch keinen Auftrag für euch. Zwei weitere Bereitstellungen in Richtung Holz. Kommen. Das ist Empfang in der Löschgruppe, einsatzbereit, Hotto beiden einzubestrafen. Die Nervosität auf der Thüringer Seite steigt. Und auch der Unmut. Sollte alles umsonst gewesen sein? Niemand weiß, warum es nicht losgeht. Unterdessen ist im Tunnel ein erster kleiner Löschtrupp von der anderen Seite unterwegs. Es ist 11.30 Uhr, 1,5 Stunden nach Alarm. Der Standort des ICE ist inzwischen bekannt. Die Wasserentnahmestelle markiert. Aber es ist nicht die nächstgelegene zum Brandherd. Ein verhängnisvoller Fehler. Die Schläuche des Löschtrupps reichen zwar bis zum ICE, aber nicht bis zum eigentlichen Brandherd. Der Trupp braucht Unterstützung. Doch noch immer gibt es keinen Einsatzbefehl für die Buttstädter. Erst jetzt stellt sich heraus, die Einsatzleitung hat die Taktik geändert. Den Buttstädtern bleibt nichts, als zu warten. Weil die Abschnittsleitung Morgenland beschlossen hat, dass nur ein Fahrzeug die Röhre befährt und nicht im Begegnungsverkehr. Und sie sind jetzt mit einem Fahrzeug drin, also kann von hier niemand einfahren. Im Klartext: Die Einsatzleitung auf der anderen Tunnelseite hat die Rettungsröhre zur Einbahnstraße erklärt. Anders, als es die Thüringer Feuerwehrleute immer wieder trainiert haben. Also wir waren zweimal hier in der Woche, haben probiert, ob die großen LKWs aneinander vorbeikommen. Waren der Meinung, dass wir auch aneinander vorbeifahren, dass wir einen Kreis haben, dass das immer läuft, dass immer Bewegung drin ist. Es wurde heute früh durch die Einsatzleitung Burgenland, die ja die Gesamteinsatzleitung sind, festgelegt, dass nur in eine Richtung gefahren wird. Eine Entscheidung mit dramatischen Folgen. Der Transport von Rettungskräften und Material in den 7 Kilometer langen Tunnel dauert viel zu lange. Erst jetzt, nachdem ein LKW den Tunnel verlassen hat, können die Thüringer einfahren. Da ist es kurz vor 12. 2 Stunden nach Alarm. 2 Stunden, die im Ernstfall katastrophal gewesen wären. Die Trupps machen sich bereit für den Löschangriff. Jetzt kämpfen Sachsen-Anhaltiner und Thüringer gemeinsam gegen den simulierten Brand im ICE. Es dauert eine weitere halbe Stunde, dann ist der Brand gelöscht.
Jetzt erst können im verunglückten ICE die Einheiten aus zwei Bundesländern mit der Rettung beginnen. Wagen für Wagen, Abteil für Abteil. 60 vermeintlich verletzte Opfer sind im Zug. Das alles ist nur eine Übung. Aber schon hier wird deutlich, wie kompliziert so ein Einsatz 3,5 Kilometer tief im Tunnel sein kann. Unter Atemschutz. Im Dunkel des ICE. Nach und nach werden die Opfer aus dem Tunnel geborgen. Unter ihnen sind viele Feuerwehrleute, die einschätzen können, wie die Übung gelaufen ist. Allein, dass nach 2 Stunden erst Feuerwehr überhaupt da war und später dann auch erst mit Wasser und allem. Also im Ernstfall wäre es hier drunter drüber gegangen. Auch die Kommunikation untereinander, so wie wir es auch von den Einsatzkräften gehört haben, hat gar nicht gestimmt. Also ist sowas sollte man definitiv öfters üben. Gerade auch für die. Also wären wir jetzt im Realfall drin gewesen, wäre definitiv Massenpanik ausgeraubt worden. Und überleben wäre auch schwierig geworden dann, ja. Definitiv. Die Buttstädter sind frustriert. Die Kameraden haben ihren freien Samstag geopfert, um zu zeigen, was sie können. Wir haben unser Bestes gegeben, wir waren bereit, wir waren gut ausgebildet, wir sind gut ausgebildet. Aber wenn man nicht zum Zuge kommt, um das zu machen, was man gelernt hat. Dem 26-jährigen Stefan Schindler, Dachdecker, Einsatzleiter, steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Also wir hoffen, dass es jetzt in der ersten Phase nicht zu einem Ereignis kommt. Weil so wie es heute gelaufen ist, war sicherlich nicht Hilfe für jeden Tag gewesen. Sicher. Das Risiko, dass ein brennender ICE im Finnetunnel strandet, ist gering. Aber sicher ist auch, die Retter werden sich besser abstimmen für den Ernstfall an der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke Mitteldeutschlands. Also das war nur ein Testzug. Planmäßig sollen auf dieser Strecke Leipzig-Erfurt die Züge dann Mitte Dezember fahren. Liebe Zuschauer, das war echt für heute. Wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin, ciao. In den 1960er Jahren wird die DDR zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht im Ostblock. Der IFA F9, Druckereimaschinen oder Hafenkräne. Exportiert wird auch in viele Länder des Westens. Die Handelsvertreter brauchen vor allem auch diplomatisches Geschick. Die Außenhändler, Teil 1 der Dokumentation, gleich nach MDR aktuell um 22.05 Uhr.